Es ist mal wieder soweit. Das jährliche Abendessen der Korrespondenten des Weißen Hauses steht wieder an. Politjournalisten sowie Politkomiker treffen sich bei Speis und Trank und lassen das vergangene Jahr mit teils bissigem Humor Revue passieren. Doch in dem Meer an Politexperten fehlt ein Gesicht, ein bekanntes. Wie schon im letzten Jahr schlägt US-Präsident Donald Trump einmal mehr die Einladung der Bussi-Bussi-Gesellschaft aus und widmet sich dem, was ihn zum Präsidenten gemacht hat, dem krisengebeutelten amerikanischen Wähler. Zu Fuß geht's zum Helikopter Marine One, mit dem Heli geht's zur Air Force One und der prestigeträchtige Flieger bringt den Partyverweigerer raus aus Washington DC und nach Washington, Michigan. Inzwischen nimmt das Gala-Dinner Fahrt auf. Die ersten Komiker bringen ihr Programm. Und es wird klar, warum der Präsident heute nicht erschienen ist. Guten Abend, hier sind wir also beim Korrespondenzdinner des Weißen Hauses. Wie ein Pornostar, der mit Trump Sex hat, sagen würde, bringen wir es hinter uns. Trump ist ein Rassist. Er liebt weiße Nationalisten, was ein merkwürdiger Begriff für Nazis ist. Einen Nazi einen weißen Nationalisten nennen ist, als ob man einen Pädophilen als kinderlieb bezeichnen würde. Zurück in Washington, Michigan. Trump betritt die Bühne, seine Bühne. Die ehemalige Wirtschaftsperle Amerikas, Detroit, seit Jahren in der Krise. Dort sind seine Fans und die vermeintlichen weißen Nationalisten begrüßen ihren Donald so. I love you too. Ihr habt vielleicht gehört, dass ich heute woanders eingeladen war, am Korrespondentendinner des Weißen Hauses. Aber ich bin viel lieber in Washington, Michigan, als in Washington, D.C. By the way, is this better? Das hier ist doch viel besser, viel lustiger als dieses Korrespondenzdinner. Das lieben seine Anhänger. Schnöselige Abendveranstaltungen abblasen und mit der Air Force One volksnah vor den einfachen Bürger zu treten. Trump hat seine Frage damit beantwortet. Die Frage, von der vermeintlichen Upper Class vor laufender Kamera in die Pfanne gehauen zu werden oder doch ein Bad in der Menge jubelnder Fans zu nehmen.